Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls. Und heute habe ich gelernt, wie man springt. Pass auf. Es ist sehr umständlich, man rennt und drückt gleichzeitig B. Es ist, ich weiß nicht. Wo war das jetzt, wo wir rüberspringen wollten? Das war doch da hinten bei den Fahrstühlen, oder? Hier irgendwo. Da wollten wir, glaube ich, raufspringen. Von hier aus? Hehe. War das. Nee, hier war das nicht. War das hier hinter? Hä, wo wollte ich denn raufspringen? Och Mann, jetzt finde ich den Ort nicht mehr wieder. Hä? Ah, oh, hier geht's noch höher. Okay. Frage ist. Okay, es würde was bringen. Ich sehe da eine Truhe. Oh! Hallo? Schätzelein. Geborstener roter Augapfel. Okay. Was bist du? Da muss ich hin. Da. Geborstener roter Augapfel. Online-Spielobjekt. Invasion einer anderen Welt. Hüllen können das Objekt nicht benutzen. Besiege den Herrscher der Welt, in die du eingedrungen bist, um Menschlichkeit zu erhalten. Mit Hilfe des geborstenen roten Augapfels erhalten die Spieler vorübergehend diese Eigenschaft, diese eigentlich nur Kartes Geistern der Finsternis zustehenden Fähigkeit. Achso, damit invasieren wir Gegner. Okay. Habe ich schon von gehört. So. Morgenstern und Talisman, okay. Heimkehrknochen. Und irgendwas ist da noch. Vielleicht wäre das der eigentliche Weg gewesen. Irgendwo gibt es wahrscheinlich einen Geheimgang. Wie komme ich jetzt hier weg? Oh, noch eine Truhe. Lloyds Talisman. Okay, wir gucken mal. Morgenstern. Meine Axt ist trotzdem besser. Okay. Zusatzeffekt. Ist das Blutung, oder? Weil wenn ich so einen Morgenstern habe, dann würde ich auf Blutungsschaden tippen. Naja, gut. Oh, hallo! Hilfe! Okay, zu zweit ist echt unfair. Und ich habe nicht mehr so viel Leben. Muss gleich auf jeden Fall auf das Bonfire. Weg! Oh Gott, den mache ich überhaupt keinen Schaden. Okay, ich bin weg. Haut rein, Jungs. Besser. Wie? Achso, okay. Oh, au, 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 au. Das tut weh, das tut weh, das tut weh. Oh, da ist noch Loot. Lasst mir den Loot, dann könnt ihr mich gerne töten. Ich bin sowieso in der Nähe. Seele ist verloren in irgendwas. Tschüss. Hier könnt ihr nicht hinkommen, oder? Unfähige Idioten. Okay. Rasten wir nochmal ganz kurz, um uns zu heilen. Und dann können wir weiter. Ja, siehst du, mal hat sich schon gelohnt, obwohl ich das Zeug nicht gebrauchen kann. Ja, dafür, dass das Zeug so gut versteckt war, finde ich irgendwie ein bisschen gemein. Talisman. Ach, Magie, ja. Und das war's, ich habe doch noch Lloyds Talisman gefunden, was... Da. Blockiert bedingt Estus-Regeneration. Ah, okay. Okay. Ich habe zwar keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt in den Tod. Yay! So, da hat es ja schon geleuchtet, das haben wir gesehen. Wieso sind hier schon so viele Gegner?
Aber ihr seid nicht so stark wie die Skelette, oder? Sehr schön. Okay, der wurde schon getriggert. Muss ein bisschen aufpassen. In diesem Spiel ist das nicht so cool, wenn mehrere Leute auf dich zukommen. Hallo? Ignoriere mich nicht. Bam! Oh, ich habe ihn getreten. So, ein Tritt in den Arsch, damit er weiß, wo er hingehört. Ho, 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 ho. Okay, der wirft einen Bomben. Das heißt, wir gehen zuerst zu dem nach oben. Oh oh, sein Kollege hat mich schon anvisiert. Weg mit dir. Okay, der oben hat mich noch nicht gesehen. Hau ab! Hey! Dein Ernst? Hä? Okay, der ist einfach umgefallen. So, okay. Machen wir einen Sprungangriff? Sprungangriff! Hat funktioniert. Ich habe aber Leben verloren. So, okay. Langschwert. Ach, scheiße. Okay, ich werde gleich sterben. Langschwert. Langschwert da. 80. CC. Ja gut, das skaliert ein bisschen mehr mit Geschick, ne? Muss man sagen. Okay. Ja, auf in den Tod. Okay. Alles gut. Ich muss aber noch zurückkommen. Ring der Opferung. Okay, was? Was bist du jetzt? Keine Verluste bei Tod, aber Ring bricht. Der mystische Ring wurde im Zuge eines Opferrituals von Velka, der Sündengöttin, geschaffen. Der Träger erleidet bei seinem Tod keine Verluste, der Ring aber zerbricht in diesem Fall. Okay. Das heißt, ich verliere meine Seele nicht, aber Ring ist Pute. Ich verstehe. Drück mir die Daumen. Nice. War mein Schild gerade blau? Na gut. Wir müssen noch da an die Leiche rangehen, ne? Aber schauen wir uns erstmal hier um. Was war das gerade für ein Geräusch? Okay, hier ist nichts mehr. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Geräusch war. Hörte sich an wie so ein Bogenschütze. Seele eines Verlorenen. So. Lauf doch nicht weg, kleine Ratte. Wir können Freunde sein, ne? Ich treffe ihn nicht. So. Was mache ich eigentlich für Sachen, wenn ich zweihändig nehme? Sieht genauso aus. Ah, ich habe ja noch einen schweren Schlag. Stimmt. Aha, okay. Sollte ich öfters benutzen? So, da geht's lang und hier ist eine Tür. Die zu ist, cool. Von der anderen Seite. Wird wahrscheinlich eine Abkürzung sein. Ich halte es nicht aus. Null Bewertungen. Gut. Da steht einer. Was soll das? Ich will nicht gegen zwei. Stadt der Untoten. Haha, oh Gott. Nein, nein. Wuhu. Gerade noch rechtzeitig weggerollt. Verkackt, Alter. So, okay, und hier kann man runter. Ja, hast einen Freund. Geronimo! Okay, ich bin umsonst. Hallo? Runtergesprungen. Ich hätte auch hier lang gehen können. Das ist eine Leiter. Da ist eine Leiche. Da hängen zwei Leute. Okay, die sehen aus wie Feinde. Oh, drei. Okay, hätte ich jetzt Pfeil im Bogen. Das wäre schön. Aber leider habe ich nichts.
Okay, dann. Ach, da. Och Mann, der war unsterblich. Ja, ist ja gut. Beruhig dich mal, Kleiner. Ja, hier, kriegst ein. Oh, um Gottes Willen! Was war das denn? Der hat mich fast getötet, der kleine Bursche. Ich halte es nicht aus. Warum? Guck mal, wie die da hängen. Ich will die abwerfen mit irgendwas. Weil ich habe nur Bomben. Und die will ich in Bosse reinwerfen. Pass auf, Hülle. Also da auf jeden Fall nicht. Hallo? Oh, guck, ich kann sie runterschubsen. Weil wir wissen, dass da drei sind. Oh, vier sogar. Jo, wow. Ja, okay. Ich habe nicht zugeschlagen, aber schlag ruhig zu. Haha. Schön wegtreten, den Bengel. So. Ab. Wow. Das Ganze habe ich für Abfall gemacht. Habe ich irgendwas vergessen? Ich weiß nicht, ob man da rumlaufen kann. Ich will es aber auch nicht versuchen. Geh wieder hoch. So. Okay, kleine Übersicht. Da liegt was. Menschlichkeit, ja gut. Ja. Das jetzt so toll ist. Weiß ich, soweit ich das verstanden habe, ist Menschlichkeit ein PvP-Item, womit ich eigentlich nichts anfangen kann. Außer, dass ich dann gut aussehe. Ach, hier hätte ich auch ein. Oh. Na super. Jetzt kann ich den ganzen Weg nochmal laufen. Was zum. Irgendwer wirft hier mit Flaschen nach mir. Ich weiß nicht, warum er das tun sollte. Ich habe ihm nichts getan. Ne, jetzt sind wir wieder zurück. Ach, da ist der Bengel. Jetzt habe ich ihn getriggert, weißt du, jetzt hängt er da. Komm, wirf doch noch einen. Hey, ich verstehe dieses Backsteppen manchmal. Jetzt geht das? Hä? Ich, keine Ahnung, ich begreife das noch nicht ganz. Ja, nee, ist klar. Hä? Warum geht das manchmal mal? Ich verstehe es nicht. Muss ich auch noch so ein Estus trinken, ey. Warum ist hier in jeder Ecke Nebel? Also als ich Bloodborne gespielt habe, ne? Da war Nebel nur bei Bossen. So, untersuchen wir mal hier jede kleinste Ecke. Wer weiß, ob wir was finden, Freunde. Wie zum Beispiel eine Treppe, die nicht funktioniert. Alter, da wirst du ja wohl hochkommen. Spieleprogrammierer sind so assig. Jedes kleine Kind könnte da hochklettern. Aber ich kann das nicht. Ich bin unfähig. Okay, da geht's nicht lang. Gehen wir durch den Nebel und lassen uns einfach überraschen. Meine Haare schauen einfach durch. Okay, kein Boss. Sehr gutes Zeichen. Sehr, sehr gut. Gefällt mir. Okay, und nichts. Schade. Manchmal könnte man ja glauben, dass da verstecktes Zeug ist. Ach, da, von da kommen wir, okay. Versuchen wir darüber zu springen. Okay, ich muss dazu sagen, das war schon ein perfekter Sprung. Wir versuchen es nochmal. Ich verliere ja kein Leben dabei. Okay, noch später kann ich aber nicht abspringen. Oder ich bin einfach zu blöd dazu. Ich bin zu blöd dazu, lassen wir es. Oder ich lasse das Ganze hier einstürzen. Okay. Auch keine Mechanik in diesem Spiel. Schade. Oh! Okay. Genau, unseren Gegner, da werden wir eines Tages landen.
Ja, komm, komm. Ich pull euch einfach einzeln. Und den hinter der Mauer habe ich natürlich gesehen. Ich verstehe diese Backsteps nicht. Ich check's nicht. Mach doch genau das Richtige. Ich will auch einen Bogen. Okay, rennen wir da jetzt einfach hoch und verprügeln ihn? Wir triggern erstmal. Oh Gott, nein, jetzt habe ich zwei getriggert. Wir triggern erstmal zwei und dann kümmern wir uns später um den. Eieiei. Ja, ist ja. Oh Gott, er schlägt. Nee, sein Kumpel ist umgefallen. Er hat mir was hinterlassen. Jetzt funktioniert das? Also ich glaube es verstanden zu haben. Oh Gott, Schwert. Ich glaube, das ist die Animation. Wenn er in der Animation ist, kann ich das nicht machen. Kurzschwert. Hätte ich kaum einen Unterschied zwischen den beiden, außer dass eine, das Kurzschwert schwächer ist als das Langschwert. Na gut. Okay, Freundchen, mit der Armbrust. Entweder gibst du mir deine Armbrust oder ich töte dich. Oder wie wär's mit beidem? Wo ziehst du den hin, sag mal? Okay. Oh, Bonfire. Oh, neue Rüstung. Aber zuerst gucken wir uns mal die Rüstung an. So, ist die denn besser als meine? Ja. Geilo. Halt, ich muss auf das Gewicht achten. Ah, ich sehe schon, das Gewicht ist schon. Und für drei Rüstungen, ne. Für drei Rüstungen nehme ich kein schwereres Gewicht. Yay, aufsteig! So, wir haben wieder ein paar Selis. Und wir investieren dies in Stärke. Volle Power in Stärke. Das wird schon gut gehen. So. Das sieht mir nach einer Abkürzung aus, oder? Ich kann hier hochrennen und die Leiter umschubsen. Das wäre cool. Aber ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Weil Entwickler scheiße sind. Jedes kleine Kind könnte da hochklettern, außer ich. Weil ich ein großes Kind bin. Und wir wissen, große Kinder können das nicht mehr. Die haben verlernt. Und dann vor meinem Auge, auf der Mauer, auf der Mauer, auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Fliege. Ja, das ist nämlich. Oh, ach ja, stimmt, die respawnen ja. Okay. Haut rein, ich, oh, ganz gut. Wieso kriege ich eigentlich keine Estus-Flakons? Die haben mir Schaden gemacht, währenddessen ich mich regeneriert habe. WTF. Hä? Okay, jetzt habe ich einen Pfeil im Rücken. Ich dachte, die Estus-Flakons regenerieren sich im Feuer. War da nicht was? Okay, wir locken erstmal her. Hallo. Kommen Sie mal her zum Spielen. Animation vorbei? Ja, okay. Es ist die Animation, definitiv. Gut zu wissen. Jetzt kommst du, mein Freundchen, schieß einmal. Dankeschön. Was? Der wollte sich heilen. Der kleine dreckige Schüft. So, Animation vor. Okay, das war nicht der Rücken, ich geb's zu. Wow! Hast du gedacht, Freundchen, hast du gedacht? Aber meinen ersten Tod will ich bei einem Boss haben, nicht bei irgendwelchen billigen Viechern wie euch. Waren die nicht hier zu dritt? Ich dachte, ich hätte da drei fertig gemacht. So, Mister, ich habe ein dickes Schild. Hier, jetzt hast du keins mehr. Na du, willst du mich auch immer angreifen? Wehr dich doch! Dann trete ich dich halt auch weg. Oh, da geht's runter. Ja, noch mehr Rüstung, die viel zu schwer ist, geil. Wie der mich anguckt. Habe ich das gesehen? Der hat sich extra zu mir umgedreht. Und ich glaube, wir gehen jetzt zu denen runter. Und dann pulle ich ihm die Fresse, weil er mich anguckt. Junge, das guckst du mich an, ne? Das akzeptiere ich nicht. Um Ecken verstecken sich gerne Gegner. Will nur sicher gehen. Okay. Dich habe ich ja schon 10 Mal gegen den mitgerochen, Kleiner. Komm mal hier. Komm mal hier. Verkackt.
Okay, es geht auch, auch wenn er eine Combo macht, kann ich zwischen den Combos in der Animation backstabben. Okay. Hast du gerade deine Wanne gestreichelt? Du streichelst deine Wanne. Was bist du? Zauberst du gerade? Oh. Ich wollte ihn gerade von hinten töten. Well now, you seem to have your wits about you, hm? Then you are a welcome customer. I trade for souls. Everything's for sale. Wieso lachen alle so komisch? So, was kann ich denn hier so schönes kaufen? Anwesenschlüssel. Öffnet Anwesen in der Stadt der Untoten. Okay, wie viel brauche ich dafür? 1000. Ich habe fast 1000. Bodenlose Kiste. Inventarverwaltung am Lagerfeuer. Da kann ich meine Gegenstände reintun, ja? Was haben wir noch? Krummsäbel, Kurzschwert, Dolch, Rapier. Oh, die Keule ist stärker als meine. Kostet 350 Seelen. Joa, nett. Gibt es zwei Handwaffen? Oder kann man jede Waffe eine Hand tragen? Verschiedene Schilde, die sind aber auch ziemlich teuer. Ja, gut. Das heißt, wir brauchen 1350. Damit kommen wir wieder her. So, jetzt will ich aber zu den Sträuchen. Vielleicht geben sie mir genau das, was ich brauche. Achtung, vor dir, Dresche. Okay, das sind ein paar viele, aber wenn sie einzeln kommen, habe ich nichts dagegen. Wie ich sie one-hitte. Ah, ich habe auf Stärke geskillt, Freunde. One-Shot. Ich habe immer das Gefühl, dass die explodieren, wenn man da drauf schlägt. Das will ich vermeiden. Okay, die 1000 habe ich schon mal für den Schlüssel. Aber ich hätte gern noch die Keule. Viel Erfolg. Kommt da jetzt ein Boss? Okay, 10 Wurfmesser. Pass auf, Geheimfahrt. Das sieht mir nicht nach Geheimfahrt aus, obwohl da ein offenes Fenster ist. Aber ich will nicht so billig sterben, weil ich auf irgendwas reingefallen bin. Oh, ich weiß, wo ich bin. Okay. Ja! Ah, okay. Ich hab's geschafft. Scheinbare Wand. Okay, da unten hat jemand zugeschlagen. Deswegen habe ich gedacht, das wäre wirklich eine. Aber es sieht so aus, als wäre es eine. Aber ich glaube, das ist nur mein Licht, das da quasi leuchtet. Okay, bisher habe ich noch keine Nachricht gefunden, die irgendwie die Wahrheit gesagt hat. Außer die von den Computern. Leichte Armbrust. Ich habe eine Armbrust, Freunde. Damit kann ich Gegner pullen. So, Pfeil, Bolzen. Oh, 44 Schaden, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Eigentlich gar nicht so schlecht. Na Jungs, soll ich mal runterkommen zu euch? Schaffst du es hier hochzuklettern? Ich glaube nicht. So, wir brauchen noch knapp 200. Hey Jungs, ich habe euch zwar schon mal getötet, wo seid ihr hin? Hohohoho! Wie hinterrücks! Was für ein Bastard! Ist einfach stehen geblieben, hat er kein Akro gezogen. So, waren hier noch welche? Die waren hier doch zu dritt. Hundertprozentig sind drei auf mich zugekommen, als ich hier war.
100. Was? Hä? Egal. Wir machen das einfach folgendermaßen. Ich werde die Kollegen nochmal spawnen lassen. Ja, hätte ich mir doch keine Stufen gekauft, ey. Ich das jetzt nicht machen müssen. Hallo? Und dann geben die mir meine fehlenden, ich wollte schon Kronkorken sagen, Seelen. Ich bin voll Fallout gesteuert, gestört. Gesteuert. Fallout steuert meine Emotionen. Ach klar, den dritten habe ich hier oben getötet. Ah, okay. Jetzt ergibt alles Sinn. Easy. Gedreckt, Jungs. Gedreckt. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal genug Seelen. Ich darf nicht Kronkorken sagen. Aber gegen beide auf einmal komme ich klar. Das ist ja gar kein Problem hier. Zack. Easy. Oh, sie greifen an. Aber sehr spät. Schwerer Hieb, sehr effektiv. Finde ich gut. Stimmt. Du. Ich versuche den Sprungangriff zu lernen. Hä? Hä? Ah, ich habe ihn getreten. Wie war denn nochmal der Sprungangriff? Ach, das. Oh, das stimmt, der schwere Angriff, okay. Hallo. Oh, they're still keeping it. Then go ahead. Never hurts to splurge. So, Gegenstand kaufen. Ich möchte gern den Schlüssel zum Anwesen haben. Und ich möchte. Oh, ein Kurzbogen. 1000 Seelen. Das sind verdammt viele Seelen. Okay. Thank you, kind. Bitteschön. Kann ich ranzoomen? Nein. Ich würde gerne in die First Person gehen. Um ihn besser auf irgendwie einen Zump zu machen oder so. Mach einfach ein Foto mit mir zusammen. Hallo! Wollen eine Rose kaufen? Ich roll das L einfach noch, ey. So, okay. Dann gehen wir auf jeden Fall weiter. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Zur Not mache ich die Folge ein bisschen länger. Ich habe ja keinen Zeitdruck hier. Also macht Spaß. Okay. Ich habe eine Armbrust gegen euch. Kann sie nur nicht anvisieren, was echt kacke ist. Na gut, dann. Haut rein! Nicht sterben, Zero. Nicht sterben. Nicht hier. Ich habe meine Coil Locker nicht benutzt, ne? Erstmal esst du Slokons, bis sie mir ausgehen ich dann rätseln muss, wie ich neue kriege. Eine Streitaxt. Sag mir bloß, ich habe mir bestimmt jetzt gerade. Nee, das ist die Streitaxt, die ich habe. Okay. Das schon, ich habe mir umsonst was gekauft. So. Und wir kriegen dazu noch ein. Das soll ein Hammer sein? Wir kriegen dazu noch einen Blutungseffekt. Wir haben nur keinen Bonus durch Geschick, aber auf Geschick gehe ich eh nicht. So. Der Coilenmann. Ach, mit der springe ich automatisch. Nice. Was, wenn ich versuche, den Sprunggriff zu machen? Oh, ich habe eine Menschlichkeit bekommen. Springe ich da weiter? Nö. Aber finde ich gut. Jetzt muss ich den Sprunggriff nicht lernen. Okay, gut. Nicht von dieser Seite. Ich höre Schritte. Das kann ich auch besser sehen. Hallo Junge. So ist schön. Mach Platz. Kiste. Nee, Kiste. Die kann ich gegen Bosse verwenden. Sehr schön. Genau das wollte ich doch. Schön was mit Wumms. Warte, da ging es noch weiter, ne? Oh, ich hab dich gesehen. Ahaha. Hallo. Take this.
Ach, das war ja zu schön, um wahr zu sein, ne? Einfach darüber springen. Einfach einen Keks freuen. Aber nein! Krieg ich ja nichts geschenkt. Oh. Ich habe zwar nicht mehr viele Bolzen, aber es lohnt sich. Na ja, gut, den einen hätte ich da. Okay, weißt du was? Den mache ich so platt. Und ich verschwende ich keine neuen Bolzen. Zack! Zack! Knapp 200 Schaden. Nice, 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 nice. Und so komme ich zu den Bombenwerfern. Ach, warum müsst ihr alle immer so in Überzahl sein? Hier, nimm das. Und das. So, der ist alleine, den kann ich so beseitigen, ne? Gib mir den Loot. So, okay. Habe ich Leben verloren? Nein, ich würde schon sagen. Anwesenschlüssel. Oh, okay. Ich hoffe, es lohnt sich. Und bisher nicht. Goldharz. Goldharz, da fügt Waffe der rechten Hand Blitz hinzu. Seltenes Harz, das goldene Funken versprüht, fügt der Waffe der rechten Hand Blitz hinzu. Die Waffe richtet seltenen Blitzschaden an und kann so effektiv gegen Ziele eingesetzt werden, die gegen Magie oder Feuer resistent sind. Äußerst effektiv gegen Feinde der Drachengattung. Okay. Hab zwar noch keine Drachen, aber danke dafür. Das heißt, ich habe jetzt quasi. Oh, hi. Muss das sein? 1000 Seelen ausgegeben für drei von diesem komischen Harz. Ja, gut. Cool. What the fuck? Ist jemand im Turm drinne? Der kleine dreckige Schüft. Oh, ich kann die Sprungangriffe auch mit Schild machen. Ah, toll, ich habe vorhin extra gewechselt. Hallo. Arschloch. Hat er mir über den Rücken geschossen. Wie so ein Feigling. So. Wo bin ich jetzt? Ach, beim Anwesen. Okay. Kurz verwirrt gewesen. Nachricht lesen. Schwäche, Stoß in den Rücken. Kann man sich anschleichen? Der nimmt keinen Schaden, ich bin weg. Was bist du denn? Oh! Ich will nicht. Na, oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Schnellen Estos, schnellen Estos. Fuck, das wär's gewesen. Oh nein, bitte nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, nein. Oh, ich krieg das mit der Animation noch nicht so ganz hin. Stirb doch einfach. Please. Ja. Grauer Brocken. So, das Ding. Ich hoffe, du hast gerade eine mächtige Waffe bewacht. Heilige Scheiße.
Oh, ich bin jetzt voll im Schwitzen. Geschafft, ja! Oh. Blauer Tränensteinring. Verstärkt Verteidigung, wenn TP gering. Na gut, ich habe hier keinen anderen Ring. Was soll's? Wo zieht man die Ringe an? Da. Okay, wo geht's hier lang? Was ist ein Kampf, ey? Du willst mich verarschen. In den Tod. Okay, cool. Das ist wahrscheinlich, wenn man ihn attackiert hat und merkt, dass er verdammt viel Leben hat, kann man da einfach in den Suizid springen. Ich glaube, das ist der Sinn und Zweck des Ganzen. Heilige Scheiße. Oh, 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 oh. Dein fucking Ernst? Okay, Freunde, das war mein erster Tod. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.